Wir wohnten auf der Lug. Mein Kindergarten war der Kindergarten Lug, keine 5 Minuten weit. Zu den Kindergärtnerinnen sagten wir Tante. Tante Sophie las oft aus einem Buch vor, das blau eingeschlagen war. Ein wunderbares, tiefes Blau. Die schönsten Spielsachen waren leere Filmspulen vom Fotogeschäft Kinsle. Sie hatten einen Schlitz und konnten zusammengesteckt werden zu Häusern, Burgen, Autos, Flugzeugen. Erinnerungen. Im Frühjahr 1945 war noch Krieg. Ich war 4 Jahre alt und wohl schlimm bös gewesen. Und wenn man schlimm bös war, wurde man eingesperrt. Fort mit diesem Kind in eine besondere Kammer. Schlüssel gedreht, ich stand am Fenster, drunten das Malergeschäft Lässle, drüben der Kirchturm. Ein trüber Tag, die Ecken der Kammer waren schon schwarz. Ich kannte Fliegeralarm und Bomben. Nachts sahen wir vom Garten aus die blutroten Himmel Stuttgart, Heilbronn, Pforzheim. Auch Bietigheim sollte ganz zerstört werden, wurde aber zum Glück verfehlt. Eine Woche vor Weihnachten 1944 hatten die Flugzeuge über der Lug auf freiem Feld hunderte Bomben abgeworfen, bis wenige Steinwürfe hinter unserem Haus. Wir waren im Keller, die Eltern beteten laut durch den Höllenlärm, Mutter der Barmherzigkeit. Ich lag schreiend bäuchlings auf dem Kellerboden, die Wellen, die der Boden schlug, spüre ich noch heute. Jetzt stand ich schluchzend am Fenster. Plötzlich, wie aus Höllentiefen, begannen die Sirenen zu heulen. Mama, Papa, ich will heim. Panik, ich rüttelte an der Klinke, ich trommelte mit den Fäusten, ich schrie, ich brüllte. Aber die Türe aus der Kammer des bösen Kindes blieb zu. Mich hatten sie vergessen. Das Fenster, es ließ sich öffnen mit aller Kraft von einem Stuhl aus. Ich stieg auf den Fenstersims, es ging tief hinunter. Die Sirenen hatten aufgehört, ich wusste, jetzt wird es ernst. Da sprang ich. Ich schlug hart mit Füßen und Händen auf die Steinplatten. Ein Knöchel tat fürchterlich weh. Heulend hinkte ich heim, die Explosionen der Bomben im Ohr.